Wenn man hier morgens den ersten Schritt vor die Tür setzt, erwartet einen im Grunde ein Stück heile Welt. Und das ist genau das, was wir unseren Gästen versuchen zu vermitteln. Schon im Morgengrauen draußen im Wald unterwegs zu sein, die kalte, würzige Luft einzuatmen, das ist für mich ein Gefühl der Ruhe und der tiefen Verbundenheit. In diesen Momenten merkt man einfach, dass man ein Teil der Natur ist. Als wir 2012 angefangen haben, unser erstes Haus im Harz zu renovieren, sind wir eigentlich keinem großen Plan gefolgt. Wir hatten einfach Lust, etwas zu schaffen mit den eigenen Händen. Wenn man die erste Wand einreißt, wieder Licht ins Haus holt, die alten Dielen oder das alte Fachwerk aufarbeitet, das macht mir eigentlich am meisten Spaß. Ja, und dadurch sieht man einfach immer mehr das Potenzial des Hauses. Wir wollten eigentlich einfach nur unser Bestes geben, damit Herzhausen zu einem absoluten Wohlfühlort in der Natur wird und andere Menschen sich hier genauso wohlfühlen, wie wir es tun. Der Tourismus im Harz war damals im Grunde schon an seinem absoluten Tiefpunkt angekommen und das spiegelte sich auch in der Allgemeinstimmung wider. Es konnte keiner so richtig verstehen, warum wir so viel Zeit, Geld und Detailliebe in ein Ferienhaus hier im Harz stecken. Unglaublich oft wurden wir vor allen Dingen von den Harzern selbst gefragt, warum wir freiwillig sowas hier im Harz aufziehen. Darüber waren wir eigentlich sehr verwundert, weil der Harz hat doch wahnsinnig viel zu bieten. Hier ist noch so viel Spielraum für Freigeister und Macher und die Natur ist einfach wunderschön. Herr Malte ist bei den Renovierungsarbeiten und auch im laufenden Betrieb wirklich der Mann fürs Grobe und so einen braucht man bei solchen Projekten wirklich an allen Ecken und Enden. Das ist natürlich jedes Mal ein Riesenaufwand. Erstmal die ganzen Altlasten beseitigen, Sachen rausreißen, containerweise Sperrmüll abfahren. Das hat uns ganz schön oft zum Nachdenken gegeben. Seitdem stellen wir uns eigentlich immer wieder die Frage, was braucht man wirklich zum Leben? Was ist wirklich von Qualität und was hält wirklich eine lange Zeit und ist wirklich zeitlos? Wir schauen immer zuerst, was die Region so hergibt, stöbern auf Antikmärkten, freuen uns über jeden Scheunenfund und versuchen einfach, nicht alles online zu bestellen. Im Englischen gibt es ja den Begriff des House Flipping, also quasi das Häuser drehen. Und der Begriff beschreibt ganz gut, was wir hier so machen. Wir schätzen pure Ästhetik und Harmonie. Und gleichzeitig schaffen wir eine stimmungsvolle Umgebung, in der Atmosphäre entstehen kann. Bei diesem Konzept haben wir immer mehr das Gefühl, dass es auch jungen Leuten gefällt, die die Natur auf eigene Faust erkunden wollen und dabei einen Rückzugsort der besonderen Art einfach zu schätzen wissen. Und das bereitet uns natürlich unglaublich viel Freude, zu sehen, dass wir anderen Menschen einen wirklichen Mehrwert bieten können. Für uns ist der Harz noch so ein Stück heile Welt und unser Wunsch ist daher, dass der Tourismus hier sehr behutsam eingewoben wird. Denn gerade die Ursprünglichkeit und Einfachheit hier im Harz hat ihren ganz eigenen Charme, den es zu erhalten gilt. Als Urlauber hat man hier wirklich die Möglichkeit zu entschleunigen. Man ist viel mehr auf sich selbst zurückgeworfen und viel weniger abgelenkt. Und dafür brauchst du nicht weit weg zu fliegen oder den halben Tag im Auto zu sitzen. Eigentlich musst du gar nicht weit reisen, um weit weg zu sein.